Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei LS 2013 und einer weiteren Mod-Vorstellung. Ja, wir testen hier ein Modpack. Also es handelt sich hier um jede Menge Mähwerke, wie man sieht. Sind alle verschiedene. Wir werden hier einfach eins nach dem anderen mal kurz anhängen, durchtesten und schauen, wie es funktioniert. So, wir nehmen hier gleich mal das Seitmähwerk. So. Der Mod ist halt leider, die ganze Beschreibung ist alles Englisch, deswegen habe ich das nicht so ganz verstanden. Wir sehen hier, wir hängen ihn an und haben hier oben mit der Taste X Transportmodus. Halt mal zumindest Transportstellung, oder mit V können wir senken. Zack, gesenkt. Heben. Und mit X Transportstellung, also er klappt nach oben. Man sieht auch wirklich alles schön top animiert. So, und da kann man schön fahren. Und schon funktioniert es. Sollen wir das kurz mal testen? Hier müsste ja Gras sein. Wir drücken wieder X. Und die Taste V zum Senken. Und man sieht schon, das Mähwerk passt sich den Gegebenheiten an. So, jetzt müssen wir das Mähwerk anschalten. Das ist jetzt die gute Frage, wie geht das? Zapfel muss befestigt sein können, eingeschalten werden. Okay. Dann schätze ich mal. Nein. Da gibt es ja mehrere Sachen. Ich muss mal kurz hier nachlesen. Komma, after unloading. Bla bla bla. Ja, das wäre jetzt eine gute Frage, wie wir die befestigen. Dafür muss befestigt werden. Müssen wir da aussteigen vielleicht? Ah, okay, ja. Gut, aussteigen. Dann steht hier. Mit Q Zapfwelle befestigen. Zapfwelle trennen, Zapfwelle befestigen. Okay, die passt wahrscheinlich nicht ganz so. Aber immerhin, es ist schon mal gut gebaut, ne? Es wird halt natürlich Schlepper zu Schlepper anders sein. Da drücken wir B. Genau, er gibt schon mal mehr Gas, bemerkt. Und schon funktioniert es. Gut. Dann drücken wir mal V, um zu heben. Funktioniert auch alles. Und sobald wir in die Transportstellung wechseln, schaltet er ab. Funktioniert speziell. Also ihr seht, man muss aussteigen, zu der Zapfwelle hingehen und sie sozusagen befestigen. Habe ich auch noch nirgends gesehen. Schon mal eine coole Sache. So, dann lassen wir den mal hier stehen. Dann haben wir hier ja noch so ein kleines Frontmähwerk. Ja, hängen wir auch mal an, ist ja egal. Kann ja nicht schaden. Ich wollte jetzt nicht jedes einzelne durchtesten an. So. Q. Hier müssen wir wahrscheinlich wieder nach vorne gehen. Ja. Hier können wir X Arbeitsstellung. Ja. Seht ihr, klappt auf. Zu. Und mit Q kann man wieder befestigen. Genau. Auch das gleiche Spiel. Und erst dann kann man es anschalten. Wenn man das befestigt hat. Mit der Taste Komma kann man es senken. Schaut cool aus, ne, wenn man so senkt und hebt, echt gut animiert mit den Federn und so. Leider hat die Zapfwelle ist noch nicht so richtig animiert, aber das wird schon werden. Hat ja alles so Zeit. So, was haben wir hier? Haben wir zweimal dasselbe gekauft oder ne? Einmal hinten mit Schild und einmal ohne. Das ist auch mal wieder was Neues. Mal gucken. So. Schrumpfen wir uns hier rein. Q. Genau, das ist mit X Arbeitsstellung. Verlassen Sie das Fahrzeug, senken Sie schnell, bevor Sie. Das soll ein Drescher sein, oder was? Okay. Dann schauen wir uns mal an die Sache, was wir hier machen müssen. Wir werden mal die Zapfwelle befestigen. Zack, befestigt. Arbeitsstellung, Taste X. Genau, klappt das schön auf, das passt. Transportstellung brauchen wir nicht. So. Jetzt schauen wir nochmal. Arbeitsstellung, Mähwerk anschalten. Würde funktionieren, genau. Mit V kann man das Ganze heben. Oder wieder senken. Und auch hier hinten schön animiert, wie man sieht. Alles einwandfrei. Funktioniert auch. Und schon kann man damit schön fahren. Wie gesagt, jedes werde ich jetzt nicht wirklich einzeln testen. So, das ist dasselbe, was wir eh schon hatten. Da ist noch eins hinten mit. Was haben wir denn hier für eins?
Das schaut gut aus, das habe ich auch schon gesehen. Zwar, das ist links und rechts eins. Das testen wir nochmal. Kuh zum Anhängen so ein Stück hervor, damit wir hier Platz haben. Und dann schauen wir uns die ganze Sachlage gleich mal an. Zwar haben wir hier Transportstellung O. Klappt das schön auf, mit Zylinder alles schön animiert, funktioniert einwandfrei. Schaut gut aus. So, Arbeitsstellung, müssen wir natürlich in Arbeitsstellung zuerst gehen. Die Federn, das funktioniert auch schön. Dann M und N. Kann man den aufzuklappen. Der ist dafür zuständig, dass ja man eine Spat hat, obwohl man auf links und rechte Seite mäht. Das kann man natürlich hier abstellen sozusagen. V, Y, X. V. Senken. Y. 1. Und X das andere. Also man kann wirklich hier separat senken und so weiter. Wahrscheinlich kann man auch hier wieder die Zapfwelle genau anhängen. Sonst wird das nicht funktionieren. Also auch das Mähwerk funktioniert einwandfrei. Schauen wir noch, ob wir noch eins haben. Ja, hier haben wir nur wieder eins mit Schild hinten dran. Können wir nochmal dazu hängen. So, ein Stück hervor. So, gehört schon uns. Nehmen wir gleich mit. Schauen wir uns die ganze Sachlage hier draußen nochmal an. Beim Mähen direkt. So, zuerst mal hier wieder anhängen. Ja. Mit coole Zapfwelle. Dann gehen wir in Transportstellung. Zack. Klappt alles schön auf. Tada. Und dann können wir es anschalten, beziehungsweise hinten das Heben und Senken mit Y, das Schwartband, senken. Dann macht er uns hier Spitze, Schwart. V heben wollen wir nicht, wir wollen es anschalten. Und man sieht auch, das Federband wird angeschalten und kann hier schön fahren und man bekommt gleich eine Schwart. Seht, er legt das gleich so auf die linke Seite in Schwart, alles animiert. Wunderbar, Spitze. So, dann schauen wir nochmal in den Shop. Hier sehen wir die ganzen, man muss den Mod nicht entbacken. Hier hat man jede Menge verschiedene, wie man sieht. Sind ja schon einige, ne? Ein ganzes Pack. Die Preise sind auch relativ gut, eigentlich ziemlich realistisch. Überall alles angegeben, Betriebskosten alles angegeben. Dann schauen wir nochmal in die Lok. In der Lok haben wir keinen einzigen Fehler, wie man sieht. Also die sind alle spitze sauber. Gibt es nichts zu meckern. Alles wunderbar. Funktioniert alles einwandfrei. Wie gesagt, Zapfwelle, das wird sicher noch angepasst. Bin ich mir ganz sicher. Gut, dann war's das und wir sehen uns im nächsten Video. Weitere Mod-Vorstellungen von mir findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Schaut einfach mal vorbei und bis dann.